JT ist nochmal darum, hat 32-31 gewonnen. Eine spannende Partie. Bis zum Schluss mussten die Jungs von Training Essential zittern. Bei mir ist Speicherhäusler, sag ich mal. Angenehm, hallo. Nicht gespielt, geguckt die ganze Zeit. Wie hast du es empfunden? Ja, trotzdem natürlich als objektiver Beobachter aktiv und ja, war absolut ein spannendes Spiel bis zu den letzten Minuten. Und natürlich vor allem die Schlussminuten waren packend und ja, aber letztendlich muss man natürlich mit den zwei Punkten zufrieden sein und abhaken. Nächstes Mal geht's weiter. Da war es dabei, dein eigener Bruder hat am Ende noch den entscheidenden Sieg mit der ersten Mal verworfen, den Nachwurf auch noch verworfen und sich dann aber den letzten auch noch genommen und den reingemacht. Gibt es dort auch was zu essen oder ehrlich? Da muss ich mir noch mal was überlegen. Auf jeden Fall muss man natürlich sagen, es hätte man einfacher haben können, aber sonst wäre es ja auch langweilig gewesen. Ein bisschen Spannung muss ja auch dabei, aber am Ende kommt das zusammen, was zusammen gehört und das sind die zwei Punkte bei uns. Kannst du sagen, wo es lag, dass es denn so knapp war? Die Dünnwalder haben auch geführt zwischendurch und sind Tabellenletzter. Also wir sind hier hingefahren, haben gedacht, das Ding gewinnbar, die zwei Punkte nehmen wir mit. Haben wir die Gegner vielleicht ein bisschen unterschätzt? Ja, Unterschätzung, das kann natürlich eine große Rolle gespielt haben. Ja, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen und ein Teilproblem, denke ich, war auch die Chancenverwertung und wir sind viele Gegenschüsse gelaufen. Das macht einen müde und dann muss man auch mal den Gegner ziehen lassen. Am Ende nimmt der TSV zwei Punkte mit aus Dünnwalden. Nächste Woche geht's gegen Leverkusen im Sportcenter. Wir freuen uns, wenn ihr kommen würdet. Vielen Dank.